Hä? Ja, ich geht noch gar nicht los bei mir. Jetzt geht's los. Also ich dachte jetzt. Sieht aber auch echt sexy aus, das Spiel. Beginne eine Geschichte. Na gut. Oh, okay. Das war einmal. Ah, perfekt. Ja, das ist nicht gut. Ich hoffe, ihr habt ein paar Serien geschaut. Ich hab Serien gehört. Serien? Serienmörder. Ich hoffe, ihr seid gewandert. Serienmörder, oh. Das ist so pervers. Boah, das kann ich gar nicht nachstellen. Was ist los mit euch? Jetzt muss ich nur überlegen. Wenn ich jetzt nur wüsste, was eure Morgas-Charaktere für Farben haben. Tja, muss mal wieder mitspielen. Scheiße. Ja, was soll ich mitspielen? Ihr spielt nicht, Doppel, wenn ich spiele, das ist das Problem. Nee, wir haben keine Farbe doppelt. Also meiner ist pink. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ein Molly ist auch rot, aber dann einfach mich mit Hörnern. Das Haare ist egal. Ich mach dich wieder als Lama, alles gut, ich kümmere mich. Keine Ahnung. So. Will ich einfach faul sein, mach das so? Hä, ist wild geworden. Ich bin einfach immer überfordert. Ja, schwierig. Ich hätte irgendwie gerade keinen Anfang, muss ich sagen. Oh nein, das sieht vielleicht aus wie ein Pimmel. Das soll ich vielleicht machen. Ja, dann mach ich jetzt einfach ein Pimmel. Oh nein, das kann wieder so falsch verstanden werden. Ich hoffe, es wird so falsch verstanden. Ich krieg's nicht besser hin. Okay, dann das schaffen wir schon irgendwie, Leute. Ihr kriegt das schon hin. Na, selbstverständlich. Auf uns ist Verlass, wie du in der letzten Runde erfahren hast. Absolut. Ja, wir sind crazy. Oh no! Hi! Gott. Das ist nichts geworden. Zeit oh nein, rennt. Ich hab einen Fehler gemacht. Oh nein, es wird nicht besser. Für mich ist es auch nicht besser geworden. Oh. Bricht es ab, schnell! Bevor es Eier legt. Okay, das lasse ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, was man da noch zeichnen kann. Oh nein, ich hab's genau falsch rum gezeichnet. Ach du Scheiße. Oh nee. Oh mein Gott. Also ich sag, linke Hälfte strong, rechte Hälfte. Hä, bei mir auch. Ich hab links übel geil gezeichnet und rechts ist... Ja, links bin ich großer Fan von, muss ich sagen. Also ich bin ein großer Fan von meiner Zeichnung. Ich möchte da bei mir bitte keine Äußerungen zu treffen. Wer auch immer ein Bild bekommt, links ist krasser. Was ist das denn? Ja, so hätte ich ihn zeichnen müssen. Ah, verdammt. Wer ist das? Hä, aber von der Farbe, wer ist das? Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ich überlege gerade, wer das sein soll vor mir so. Boah, wer ist denn das? Oh, ist das der? Schwierig. Alter, ich habe keine Ahnung, was wer ist das? Keine Ahnung, ich schreibe mir irgendeinen Namen rein. Nein, das ist doch die falsche Farbe. Oh Gott. Oh mein Gott. Was? Ja. What the fuck? Okay. Boah, Bruder, okay. Da muss ich aber alles ein bisschen umfärben, sonst geht das nicht. Ich kann nicht alles löschen auf einmal. Gar nicht, du Hund. ich meine das am klügsten erstmal so. Wie geht das hin? Ich glaube nicht. Gut, dass das jetzt vom Spiel immerhin passt. Auch mehr Zeit, wirklich. Wie soll ich nicht mal die Hälfte um, aber jetzt schon mehr Zeit. Ja, ich weiß doch jetzt, dass ich das nicht schaffe. Ja, geht mir aber genauso. Nein. Gott. Oh, ich hab mal richtig zu tun. Du sollst nicht was auslegen, du sollst malen, was da steht. Okay. Aber wie soll ich das jetzt machen, Alter? Puh. Nee, warte, mehr hier so. Warum sieht das jetzt aus wie ein Teddybär? Was ist passiert? Bei mir sieht's aus wie ein Penis, was ich gerade zeige. Alles gut.
Oh, was? Scheiße. Jo, wie... What the fuck, Alter, wie soll ich denn das machen? Das überfordert mich auf so vielen Ebenen. Ja, sehe ich. Same. Ach du Kacke. Nein! Ja, ich kann zurück machen, ne? Oh Gott. Nein! Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich das abschicken will, dass du... Oh Gott, nee. Oh, ich hab einen Disconnect, sorry, muss ich weg. Oh nein, jetzt kann man auch falsch verstehen. Muss auch kurz raus. Das ist... Ich hab... Nee. I am so sorry. Okay. Ich stand so auf dem Schlauch. So, wie das hier aussieht. Ich stand so auf dem Schlauch. Ich sage es nicht so schlecht, aber das wird niemand erraten können. Ich glaube, meins kann man erraten, wenn man... Was soll das denn sein? Warum? Ich erkenne ja nicht mal eine Person daraus. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Immerhin erkannt. Ja, ich glaube, ich habe es auch erkannt. Hoffe ich. Ich bin gespannt, dann ist es perfekt. Das Bild dann verändert, weil es wird anders aussehen. Oh. Da stimmt. Man. Junge, das ist ganz wild. Oh, das ist ganz wild. Okay, das krieg ich hin. Was? Nee. Das ist nicht zeichenbar. Das schaff ich. Das ist doch nicht zeichenbar. Das hab ich gerade eben schon gezeichnet, quasi. Schön, haben wir jetzt hier so ein Ding gehabt schon. Nee, das ist ja da. Ich muss mich beeilen. Ich habe eine richtig gute Idee einfach. Das wird was. Vielleicht. Okay, wahrscheinlich nicht, aber. Ist das sexistisch? Ich glaube ja. Im Zweifel, ja. Wenn du dir diese Frage schon stellen musst, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Okay. Kann man dieses Spiel ohne Sexismus spielen? Nein, da macht es keinen Spaß. Gut. Genau. Kein Spaß macht es. Oh Gott, ey. Wer auch immer diesen Begriff hatte, ey. Was ist da passiert? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich hast du meins und du denkst dir gerade, yo, what the fuck. Ich denke mir nur so, irgendwie... Okay, aber es wundert mich nicht bei den anderen Begriffen, die davor so waren. Boah, das habe ich tatsächlich ganz gut geschafft, muss ich sagen. Habe ich sogar noch Zeit für eine kleine Korrektur. Korrektur. Muss nur so an externen geschickt werden, das erstmal überprüft. Ob es qualitativ hochwertig für den Stream ist, genug. Hätte es vielleicht nicht korrigieren sollen. Nein, das sieht kacke aus. Das ist so falsch. Ich will das nicht mal. Auch. Oh Gott. Lass mich lachen, sonst zittert man so. Lachen ist nie gut. Ja, das sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Das kommt aus meinem Mund. Ja, wir sind alle mega zufrieden mit uns. Ey. Ja. Ja, ich bin auch mega zufrieden. Absolut. Ja, passt schon so. Ist scheiße, aber passt. Ich glaube, das macht es nur schlechter. Ach, okay. Ja. Kann man so lassen, oder? Ich finde, das ist gut. Oh mein Gott. Ja. Ich habe was gezeichnet, aber es ist nicht so gemeint. Es sieht sehr, sehr falsch aus. Nice one. Ein Begriff, was sag, das macht es verwirrender, aber ist egal. Dann ist ein bisschen mehr los. Was ist das denn? Oh, ist das jetzt aber... Nee, das muss bloß sein. Okay, ich denke, das ist komisch. Irgendwie das Gefühl, also, wir machen Leute, viel mit dem Among Us. Falsch mit euch. Ja, das fragst du jetzt erst? Also, die Begriffe bisher gingen ja, aber jetzt bin das gut. Ich. Wenn ihr bei Among Us an Farbe Grau denkt, an wen denkt ihr? Hä, was? Grau? Na, ja. Wir helfen nicht. Okay. Grau gibt es doch gar nicht, oder? Das ist mein Problem gerade.
Also ja, man kann halt nicht. Man kann halt nicht. Wenn es so weiß ist, dann vielleicht. Sonst ist er nicht, aber. Oha! Oha! Ist ja oha. Oha. Ja, wenn das geschrieben hat. Schlimmer. Oh, fucking hell. Das kann nur falsch enden. Wenn ich das zeichne. Das wird hier wirklich immer schlimmer. Ich hab so eine krass Scheiße. Okay, das muss ich irgendwie. Mit schon hinhauen. Oh, Scheiße. Das denke ich mir auch so. Das denke ich mir auch. Es ist immerhin einfach zu zeichnen. Verstörend ist es aber trotzdem. Das, vor allem, dass ich das jetzt auch noch zeichnen muss, also da sehe ich mich gerade gar nicht. Also. Oh man. Sehr konzentriert. Die Frage ist, wie wörtlich man diese Sachen nehmen sollte, die da geschrieben werden. Kannst ja anders interpretieren. Manchmal absichtlich, das ist gut als Selbstschutz. Ja. Selbstschutz. Ja. Gesichter, das bin ich erklärt. Passt schon. Gesichter sind überbewertet. So. Das Wichtigste fehlt jetzt irgendwie noch. Wenn er das noch irgendwie hinhaut. Ich muss viel erklären, wenn wir jetzt gleich dabei sind, alles zu zeigen. Ich dachte, das ist ja normales Sachen, Julian. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Ja, ich glaube, ich muss ganz viel erklären. Jo, ich muss sagen, ist absolut wild. Hä, ich finde meins ziemlich in Ordnung. Ja. Oh, aber ich muss mich beeilen. Ich muss mich auch noch beeilen. Oh, ich bin fertig mit meinen, ey. Das Problem ist, ich habe eine ziemlich normale Sache. Das kann man halt auch ein bisschen anders verstehen. Du Scheiße. Ich muss schon sagen, es ist wirklich deutlich einfacher, das mit den Among Us Charakteren zu machen. Ja, manchmal hilft es schon, wenn man gerade echt sonst gar nicht weiterkommt. Okay. Ich find meins ist okay geworden, ja. Achso, beschreiben müssen wir noch. Leute? Haben wir schon 22 Uhr? Was für Bilder kriege ich eigentlich die ganze Zeit? Das frage ich mich gerade auch. Was ist das denn? Ich verstehe es nicht. Wer? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Okay, ich schreibe mal nicht, was ich denke. Ich schreibe einfach, was mir jugendfrei ist. Jugendfrei? Bei den Bildern, die entstanden sind? Jugendfrei? Nein, wir sind nicht jugendfrei. Ich jetzt einfach schon auf diese schönen. Ich weiß nicht. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Ja, ich hätte keine Zeit mehr, das zu schreiben, was ich wollte. Okay. Zeit mehr zu schreiben, was ich wollte. Auf geht's. Das war ja zum Glück nur der letzte Satz, das ist ja nicht so schlimm. Also, seid ihr bereit? Ich korrigiere mich dann gleich. Nee, kein Stück. So bereit, wie man nur sein kann. Naja. Angenehm. Aber jetzt wird's ein bisschen. Aber warte mal, bevor wir starten, wie stolz seid ihr auf eure Leistung? Auf einer Skala von 0 bis 10? Gut, muss ich sagen. Ich fand's sehr 8. wild. Was von 1 bis 10? 2 würde ich schon sagen. 4. Okay, ich bin bei 10. 4 schon. 1 bis 10, ja? Dann würde ich sagen. 1 bis 10. Achso, ich dachte 4. Ja, 4 ist wirklich gut. 4 ist. Nur so eine 8. Vielleicht so eine 8, 9, 5. Ich muss sagen, gemessen an meinen bisherigen Erfolgen zu sehen. Okay, so 7. Gerade in Richtung Ende fand ich es da eine gute Steigerung gewesen. Ich bin 6. Okay, hau rein. So. Fangen wir doch mal an. Du eine 6, da bin ich gespannt drauf. Erstmal was Softes am Anfang, ne? Frigolekt Blockes Ohr. So, also da geht's schon los, ne? Also, das ist lieber mir angekommen. Also da geht's halt schon los. Jo! Was ist denn das? Ach, schon, Marek war blau. Marek war blau. Was ist denn mit den Figuren passiert? Ja. Oh mein Gott. Ich hätte mir so gewünscht, wenn einfach so ein realistisches Ohr plötzlich dir bei diesen Among Us. Ich spiele viele Among Us mit euch, das sieht man doch. Okay, ja, das ist stark. Nice. Das ist ein nice Block. Wir nehmen das ab hier, okay? Wir nehmen es ab hier. Blocky erschießt Papgo in Camps. Man sieht die Camps. Man sieht Camps, hast du aber gut dazu gelegt. Wo kommen die Camps her? Weil Camp immer ein Camps ist, wo soll er sonst wieder Penis in den Mund gehen? Alter, ja, was ist das für ein Penis? What the fuck? Ich musste auch an Penis denken, als ich es bekommen habe. Capco an den Camps.
Oha. Ja, komm, oha, stark. Flo. Stark. Nicht schlecht. Strong. Dafür, dass wir bei einem ganz anderen Thema waren, strong. Weil sie zu traurig aus. Okay. Ja. Ist nicht zufrieden damit. Ja. Das ist super leid, Cap. Super leid. Sag ihm, wie verkackt hier. Sauber Blocki. Sauber Blocki. Gut gemacht. Danke, Timmy, danke. Wir haben den Imposter-Kollegen gefunden. Ja, doch. So. Also, ich finde es schön, dass es jugendfrei geblieben. So soll es ja auch sein. Das geht aber nicht so weiter. Ich glaube, also das so hat nicht sehr lange überlebt, Molly sagt. Doch, aber das, was daraus kam, dann schon. Ja. Dimi spielt Wii Sports. Oh, das hatte ich. Das hatte ich. Ich wusste nicht, wie ich Dimi darstellen soll. Nichts davon. Nein. Oh Gott, bitte. Ja, aber ich glaube, Dimi ist diese Runde sehr oft vertreten. Ja, aber das erkennt man, oder? Frigo, ich weiß, was da kommt. Ja, das Spiel erkennt man aber halt Dimi selber noch nicht. Ja, Dimi wusste ich nicht, wie ich ihn überhaupt machen soll. Immer mit Porno-Star, aber das schon ausgefunden. Mit langem braunen Haar. Eben, einfach lange Porno-Haare. Einfach Wario malen, das war Luigi. Butter in roten Fässern. Ja, ich sehe die Butter, ich sehe die Butter. Oh nein, oh nein, es ist völlig eskaliert nach Flo, glaube ich. Oh mein Gott. Es ist Es ist völlig eskaliert. Aber das ist stark, könnt ihr nichts sagen. Ich sag jetzt nicht, auf was das ändert. Ich will die Butter haben. Echt stark. Flo schaut einen Porno mit Gix in der Hauptrolle. Was für Pornos gibt es denn hier drauf? Was das für ein Thema? Aber der Blick ist der gleiche einfach. Wie stark! Oh mein Gott. Flo schaut eine nackte Gix im Fernsehen. So stark. Wie kommt Molly da auf Jixi? Das weiß ich auch nicht. Der guckt doch ab. Deswegen, weil das ja so nach links und rechts ist. Ach, das sind Hörner. Ich hab das als Haare identifiziert. Ja, man sieht Flo, wie er Jixi zuschaut. Wie erkennt man da Flo? Das ist ein Block. Weil er weiß, ist in der Mitte. Ist einfach so ein anderes Genre, so ein eigenes Genre einfach. Mock als Pornos. Nee, du bist Pornos. Frigo, wo ist die Butter? Wo ist die Butter? Da! Sie hat einen Stab. Da! Wo ist die Butter? Da! Interessant, von Dimi spielt Wii Sports zu Flo schaut Wii Sports. Dimi spielt Wii Sports. Ich weiß gar nicht mal, was mein Satz war. Gleich wieder. Oh, ich weiß meinen noch nicht. Heiraten in einem Ja! Oh, ja. Oh. Was in der Among Us? Wer ist wer? Gut, dass du die Frau bist. Halt, kann so. Ich leben? Gerade da hätte man halt echt die Charaktere zeichnen können. Warum ist mein Bein gebrochen eigentlich? Also, du bist ein Storch, deswegen ist das so. Nee, das ist einfach so ein Bein von so einer Ziege. Ja. Vom Teufel. Das ist ein Teufelsbein. Pumine macht Flo einen Antrag in Among Us. Pumine! Flo doch nicht, der baut mich jedes Mal raus. Mariah, das musst du sehen. Ein Storch. Das stimmt. Immerhin dazu ist eine Among Us. Ich sag, das sieht mega scheiße am Anfang aus, ist aber mega gut eigentlich, wenn man länger drauf guckt, desto besser wird es. Also ich fand das sogar recht gut eigentlich. Ich dachte erst an Bluebella, muss ich sagen. Ja, ich musste halt so einen knienden Among Us Charakter zeichnen. So. Also ich glaube, dass es Flo ist statt Marcel, ist eigentlich das immer Thema noch blieb. Das Thema ist nicht durch bisher. Dann kam ich. Flo einen Heiratsantrag. Ja. Ich hab's auch gehalten. Ja. Sehr gut. Hätte der Pumi vielleicht noch Brüste zeigen? Oh Gott, jetzt kommt Dimi. Oh Gott, Dimi, was passiert jetzt? Dimi. Dimi Maze. Aber warum kommt ihr auf? Ich hab das ganz gut hinbekommen. Oha! Oh, stark! Ja. So, und jetzt habe ich gesehen, das ist grau und ich kenne keinen grauen Spieler bei uns. Und ich habe nachgefragt und ich habe. Und ich. Einfach irgendwie random. Oh, aber wenn Dimi jetzt zu Masel wird, dann wird's wild. Du hättest es retten können. Komm, Gigix, komm. Nee, also. Glaube ich nicht. Ich hab Kacke auf dem Kopf. Hätte es doch sehen müssen, dass. Mann, ist überhaupt. Komm schon, Blocki. Schade. Ich bin stolz. Aber schön, dass es drei verschiedene Personen waren. Pumi, du hast viele Leute, ne? Also, Pumi hat viele Leute, merke ich schon. Eine Marke. Mich, Flo, ja, Dimi. Alle. Aber nicht jeder liebt mich, darum mache ich viele Anträge. Ein bisschen spreaden, ne? Weil irgendjemand sagt mal, ja. Ich bin gespannt, was ich geschrieben habe. Gix randaliert aufs Übelste, weil sie ein Rocket Leagus hat. Oh, nee. Oh mein Gott, Alter, das ist.
Also da kommt schon meine 10 von 10 Zeichnung hier. Oh, warum ist das so wahr? Da kommt schon. Ey, ich finde, Gizik sollte sich echt so eine Bunny-Ohren holen, Alter, die aussehen wie Teufelshörner. Ja, die Hörner. Fixi am Ragen bei Rocket. Ja. Ragen. So, das ist schon jetzt eine 10 von 10, Leute. Macht euch mal gespannt jetzt hier. Das ist schon so eine 10 von 10. Du musstest sie irgendwie aggressiv machen. Ich sag euch, Rocket League wurde sofort erkannt. Sein sollen, aber ich dachte mir, brennt klingt Liste lustiger. Stark, stark. Rocket League wurde erkannt. Ich erkenne Blocky. Ich erkenne ihn. Jemand wird Rocket League überfahren. Wird armes Rocket League. Irgendwann wird es soweit kommen. Da liegt die CD. Hier ist mein Auto. Ich überfahre dich. CD. Ja, aber so sieht es halt aus. Das sieht aus wie Blut. Was? Das sieht aus wie so ein Hotdog, der Typ. Ihr hättet den auch nicht erkannt, oder? Hotdog mit Ketchup an den Seiten. Andi soll ja auch niemand überfahren. Wer ist denn Andi? Weiß ich nicht. Sieht aus wie Andi. Mensch, ist ab jetzt Andi, oder wie? Andi! Andi ist ab jetzt ein Insider, das ist der Hotdog-Mensch. Der Hotdog mit Andi. Frigo wird Zirkusdirektor. Das habe ich nie bekommen. Ah, da! Da war ich wieder endlos überfordert. Ich sag, das Zirkuszelt ist stark. Der Rest schwach. Was ist Frigo ist ein, also ist komplett getroffen, also das kann man nicht übersehen. Frigo leitet einen Zirkus. Ja, nicht schlecht. Es ist vielleicht bei mir schief gelaufen, oder? Ich glaube, bei mir ist schief gelaufen. Ein bisschen, aber man konnte es noch erkennen. Ja, und jetzt kommt ich. Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Kein Plan. Ich habe nur eine Sache gesehen und das habe ich da auch hingeschrieben. Ich habe niemanden neckern. Es ist einfach Domteur. Ich habe nichts anderes erkannt. Sehr minimalistisch. Das ist richtig, aber ich glaube, ich weiß ja nicht, wer das sonst ist. Dann für Frigo sein. Ja. Der Hintergrund, mehrere Lavaseen, Flüsse. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hätte Lavaflüsse noch hinschreiben müssen. Weiß ich nicht. Oh nein, das habe ich bekommen. Oh. Okay, wild. Ich sage, bei mir ging's bergab. Bei mir ging's bergab. Also. Flober dressiert Delfine im Kinderschwimmbecken. Wo kommt das Kinderschwimmbecken her? Ich musste das zeichnen. Nice. Riesenflo badet mit Meerestieren im Schwimmbad. Riesenflo, das sind schon ein nicer Hals, muss ich sagen. Der hält deinen Kopf bestimmt gut. Ich erkenne Frigo im Zirkus, doch. Oh Mann. Ich sag, das grobe Thema ist erhalten geblieben. Okay? Ja, das ist doch irgendwie was in die Richtung mit. Mario versucht den nackten Mann bei Prinzessin Peach. Oh nein, das war der, oder? Oh Gott, das war zu düftig. Nee. Das ist sehr eskaliert, glaube ich. Nice! Das ist sehr gut. Das kann man auch erkennen. Nackte Blondine aus Italien rettet Prinzessin. Prinzessin. Sehe ich auch sofort. Warum? Wo kommt das her? Hä? Woher kommt jetzt die Leiche? Woher kommt die Leiche? Warum hat er ein Torpedo in der Hand? Das ist eine rote Karotte oder ein Knochen oder ein... Das ist einfach eine Leiche. Der Kommissar wirft eine Rakete auf einen Tor. Ah, das war das. Okay. Ich dachte, da war ja. Zwei Nackte feiern den Tod eines Menschen, der mit Raketen SP. Gutes Deutsch, Neuer. Oh, ah ja. Ah ja. Ein Frauenpaar hat mit zwei Gefallen am Verbrennen. Was war denn das am Anfang? Ich hab's vergessen einfach. Mario versucht den nackten Mann bei Prinzessin Peach. Ja. Ein fremdes Paar hat sexuell. Da war noch wer anders tatsächlich. Da sind eigentlich drei Leute gewesen. Ja. Ich finde, versucht den nackten Mann einfach gut. Es ist aus dem Ruder gelaufen. Sagen wir, der nackte Mann hat überlebt. Ja. Was hat Kiki gemacht? Ich weiß nicht, als Domina mit Oh, ach so. Here we go again. Da habe ich falsch rum gezeichnet. Da habe ich falsch rum gezeichnet. Du warst das. Ja, ja. Ganz wichtig. Nackter Molly beitscht nackten Pumi aus. Beitscht? Ich bin offen für alles, Molly, just in case. Mich. Ist einfach so eskaliert. Oh, Pumi gechillt, ist einfach. Pumi nicht erkannt.
Die Blicke sind beide todesgechillt. Ich habe der Morgen mit Peitsche bearbeitet, Lüster bearbeitet vor allem. Bearbeitet ihn. Und warum ist Milly auf einmal traurig? Ach so. Warum steht er auf dem Podest, Alter? Was ist denn mit ihm? Warum ist der erste Platz und so? Du hast nicht geschrieben, dass Molly auf mich scheißt, oder? Was? Nee, Ich glaube, ich weiß, was die mir jetzt schreiben. Dominant anstatt devot. Ja. So. Es gibt also Erklärungsbedarf, glaube ich. Oh nein. Das könnte auch so sein, als würde jemand bei einer Kuh irgendwie eine weiß ich nicht, die Geburt oder sowas ausführen, aber einen Arm reinstecken. Ja, eben so ein Klatschen auf den Arm. Dr. Molly macht eine Darmspülung. Ja, I'm sorry. Alter. Das ist eine Prostata-Untersuchung. Ich wollte einfach nur ein bisschen schreiben, aber Alter. Ja, weil ich Lehrer jetzt nicht mache, was wenn jetzt nichts sage, was drauf kommt. Oh man. Das ist einfach nur bescheuert, Junge. Blocki, was hast du? Mach jetzt schnell weiter, dieses Bild. Alter, der klatscht doch auf seinem Arsch. Scheiße. Ja, das soll's ja auch sein. Der klatscht auf den Arsch. Nee, sehe ich nicht. Seh ich sofort. Ich bewirf Marie mit seiner Kacke. Tut mir leid. Das durfte ich malen. Blocki, weißt du, Blocki, weißt du, wie das ausgegangen ist? Das ist nicht Blocki. Alter! Das ist geil. Was ist das, Marie? Alter, was ist passiert? Das war das, was ich gesagt habe. Links, top, rechts, flop. Diemel bewirft Pummel mit Scheiße. Warum komm ich her? Ja? Warum bin ich das Mann? Ich hab einen random Namen genommen. Naja, ich weiß nicht, wie Pummi daraus geworden ist. Ich weiß nicht. Ich hab's halt einfach nicht erkannt, deswegen habe ich irgendeinen Namen genommen. Dimi kackt auf Bumi und bekam dadurch seine Ohren. So, wie soll ich zeichnen, dass er seine Ohren dadurch bekommt? Also, da habe ich halt was anderes gemacht. Ja, ne. Da war ich super kurz verwirrt, weil ich so lange braune Haare hatte. Mal so, hatte ich mal einfach die Haare zu lang? Oh. Nein. Du zeichnest doch auch, du beschreibst doch auch nur das, was du schreiben wolltest. Was ist das? Dinosaurier, sie gibt's noch. Otter, Pumi, was ist das? Hey, ich hab lange gerungen, wie ich auf mich scheißen illustrieren soll. Pumi als Rentier kackt auf Masel. Warum? Warum? Der das scheinbar genießt. Was? Masel, alles so. Mann, in welcher Welt hab ich solche Ohren? Das sieht hungrig aus. Ich habe mich erkannt, Dimis doch. Langes, wunderschönes Haar weht im Wind. Diese Pause, Dimis langes, wunderschönes Haar. Warum denn grün? Warum ich grün? Grün weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht, weil braun. Also ich habe überlegt, wer ist grün und das war komplett im Arsch. Wie kam da raus Molly? Ach, da wurde dann Molly draus. Ich ist einfach random. Ich werfe mal Randomizer an, was da rauskommt von Person. Ich sehe immer noch nicht, was draus gemacht. Aber ich sag Molly benutzt Nen überdimensionale Füllung. Ja, okay. Das habe ich bekommen, okay? Alter, ist aber stark. Molly erfindet einen Riesenföhn. Boah, jetzt meine finde ich strong, meine Zeichnung. Ich bin mir nicht sicher, Frego, bisher hast du mich nicht überzeugt. Alter, was ist das? Oh no! Ah, Blas. Naja, aber Molly so strong ist das, Molly. Keine Ahnung, wer ich bin. Ich will kurz auf Toilette gehen, ich bin gleich wieder da in der Minute. Nein! Wie? Doch. Oh Gott. Wir können die einfach starten, dann kommen wir mit einem Rennbegriff für Frego.